Hallo Civilization-Fans, willkommen zurück bei Thomas Spielt, Folge 18 mit Venedig. Wir sind dabei, uns gegen die Barbaren zu erwehren und den Diplomatiesieg zu erringen. Und zwar indem wir versuchen, alle irgendwie auf unsere Seite zu bekommen. Hier war mal Shaka. Ist er mittlerweile auch nicht mehr da. Hat es quasi erlebt. Das ist das. Das kann hier stehen bleiben. Das ist eine Altertumsstätte. Die werden wir wahrscheinlich nicht besiedeln. Sondern wir suchen weiter nach Barbaren. Eine Stadt ist konvertiert. Muss ich gleich mal schauen, welche das ist. Chahokia war noch nie. Wittenberg ist konvertiert. Ei, 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 ei. Natürlich, lass uns zusammenarbeiten. Wir gerne noch. Ist da okay. Und in Venedig. Da bin ich schon ziemlich groß. Das Einzugsgebiet. Finde ich gut. Da werden wir mal einen Missionar kaufen, beziehungsweise einen großen Musiker. Die Armbrustschützen machen die Schützen hier mal platt. Das ist gut. Wir gucken hier unten mal ein bisschen, was es da so zu finden gibt. So, und ihr seht schon, es ist ein geladenes Spiel. Wo ist denn jetzt? Yep, 11 passt. Einer hat Benedikt Befehle, der macht natürlich wieder eine Konzertreise. Das ist irgendwie toll. Und wir kaufen einen Inquisitor. Nee, Quatsch. Hä? Das ist ein Missionar weiter. Inquisitor? Naja, es wird nicht verkehrt sein. Der Inquisitor, der ein bisschen was aus unseren Städten vertreibt. Beziehungsweise rausjagt. Weitere Handelswege können wir nicht einrichten. Hoppala, nächste Runde. Und während er läuft, hat Katharina wieder irgendwas. Gachamada. Ja, puh. Ja, natürlich. Machen wir das. 7. Ja? Oh. 7. Sehr gut. Bleibt sich treu. Gachamada sendet eine Armada aus, aber er darf nicht durch China durch und schon gar nicht durch Rom. Von daher ist dem mal nicht so viel zu bemessen. Machen wir jetzt schon Schützen. Ich glaube, muss man hier ein bisschen aufrüsten. Weil wir haben ja noch Pikesmen. Die können wir zum Lancier aufwerten. Das wollen wir auch mal. Schützen, das passt. Inquisitor. Genau, mach die alle mal weg. Fujisan. Schützen sind da schon heftiger. Kaffee ist was Tolles. Tolle Erfindung. Mir ist aufgefallen, dass ich eventuell den Stadtstaat Kiew tyrannisiert habe und im Schutz stehen. Ich hoffe, ihr hört mir dann nicht mehr so lange. Also gut. Schön, dass der sich wieder meldet. Ein Banzer-Kongo in Indonesien. Und Sitian.
Ja, natürlich gern. Ja, wir wohnen da schon sehr lange Zeit angenehm nebeneinander und du hältst uns die Indonesier vom Hals durch dein Riesenreich. Also wenn, dann müsstest du eh per Schiff kommen. Das geht's gar nicht. Naturwunder für Kiew entdeckt. Naturwunder für Samarkand entdeckt. Sind jetzt alle echt hier wieder mehr freundlich gesonnen. Indonesien ist mit Panzer-Kongo verbündet. Entdeckung eines Naturwunders. Mogadischu. Singapur. Manila. Krass. Kyzyl. Kiew. Smakand. Krass. Was ist da rausgekommen? Geheime Pläne gegen Maria. Ja. Ich fände es ehrlich gesagt echt schade, wenn die zwei sich hier kabbeln. Ach, da waren Straßen, das wird so schnell. Dann bleibst du weiter an. Was wird hier gebaut? Big Ben. Oh, Gott sei Dank. Ja, das ist okay. Keine Befehle. Bisschen zurück und voll frei. Nächste Runde. Also hier wird es mir gefallen, eine Stadt zu gründen. Hier ist Wein, Altertumsstätte, Fisch, Wahl. Hätte was. Aber geht nicht. In wenigen Tagen ist es soweit. Ich hoffe, ich bin dann mit dem Venedig fertig. Sonst wird das einfach mal gespeichert. Dann kommt Civilization 6 endlich raus. 60 € finde ich fast ein bisschen frech. 50 hätte es auch getan. Und ich spreche nur von der Vorbestellung. Nun ja, mal schauen. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Das steht außer Frage. Um dann wieder schön frischen Civilization Stuff quasi zu ja, spielen. Wir machen einen Archäologen. Einheit für die Befehle, genau. Mal ruf da. Venedig, Kauf. Oh, einen großen Prophet. Müsste nachreicht das nun. Nächste Runde. Haben wir den schon? Oh, nicht bewegt. Ah ne, der hat die platt gemacht. Aha. Gut, gut, gut. Alles beim Bambucha. Das ist die letzte Meldung hier. Genau. Von Almaty. Almaty ist echt toll. Was haben wir denn? Eine Kavallerie. Die kommt gleich mal hierher. Ja, genau die eigentlich, ne? Ja, rafft's halt wieder nicht, oder mal so. Jetzt hat es. Altertumsstätte. Du gehst nach Wittenberg. Ganz wichtig. Und holst die wieder zurück zum wahren Glauben. Nächste Runde, was machen wir als Spione? Die plaudern in Moskau und in Lissabon. Ah, okay, jetzt habe ich das als rausgekriegt. Potenzial. Bei der eigenen Stätte immer, okay.
Befehle. Handelsposten. Gut, perfekt. Das war ein Lager hier bei Venedig, um mit sich zu tun. Ja, natürlich. Und es wäre mir eine Freude, zwischen euch zu vermitteln, Freunde. Schön, das ist gut. Tja, von Gayamara ist es auch noch nichts gekommen. So von wegen großer Angriff. Ja. Kam nämlich eigentlich überhaupt nichts. Karawane nach Peking. Ja. Archäologe nach dahin. Also bei Archäologe denkt man sofort an die Chance. Woran liegt das nur? Keine Kanone bauen. Eine Fabrik. Nächste Runde. Yeah! Mal wieder Krieg mit August Cäsar und ach, mit ihm hier. Okay, na dann warten wir mal ab, was hier so kommt. Das Schöne ist, wir können einfach nicht durch China durch. Und hier in Venedig. Gehen wir hier. Ah, indonesische Freibeuter. Natürlich unsere Verbündeten, ne? So, du nach Xi'an. Ja. Weiter geht's. Wo ist meine Fregatte? Aha, also wieder hier die Einheitenliste. Bemühen, Missionar zu Wasser. Bist du denn? Danke. Du musst da auf jeden Fall aus der Gefahrenzone raus. Weil die verstehen da leider keinen Spaß. Was ist das jetzt hier? Wo kommst du denn schon her? Frachter, 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 Bautrupp, Archäologe. Wo ist meine Fregatte hier? Ah. Auf geht's. Na schön, dass ich mal vorbeiguck, ne? Na, das ist doch toll. Die andere Fregatte, die ist hier oben. Die. Ah, die habe ich vorhin eh schon zurück manövriert. Sehr gut, Einheit mit Befehle. Das ist okay. Warte mal, kann man hier ein bisschen Unruhe stiften? Ich glaube schon. Guck mal an hier. So, dann warten wir mal ab, was da so abgeht. Genau. Machen wir hier was. Ja, Akku stand schon was hinten. Super. Nächste Runde. Dann können wir vor allem auch den Gegner nehmen. Ja. Genau, weg damit. Gut gemacht. Super. Okay, Biologie. Super. Muss glaube nichts zu holen geben.
Kriegen. Und tschüss. Ist ja nah russisch, da können wir nichts machen. Gastgeber. 10. Yes! Ledig natürlich. Und zwar alle. Und somit, ne? Weiß ich, bin ich mal gespannt. Und das ist nämlich wieder in Venedig. Sehr gut. Tja. Venedig, Produktion, Kauf. Noch eine Fregatte? Nee, das ist Quatsch. Das ist ja noch nicht so schlimm. Den haben wir zerstört. Der Missionar geht hier unten ran. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Alles klar. Wein und Salz. Wein und Salz mit Umzitieren. Handel, Salz, Wein. Sehr gut. Gut. Was macht ihr denn auch dadurch? Das gibt's doch nicht. Ah, oh Mann. Naja. Großer Händler in Wittenberg geboren. Cool. Du? Was machen wir denn mit dir? Du kannst deine Handelsmission ausführen. Singapur, Lhasa sind uns treu ergeben, wie ich finde. Bukarest, Mailand ist verbündet mit niemandem. Dann schauen wir noch mal. Dann sagt Kongo, das sind wir im Krieg, Kiew im Krieg. Bukarest kultiviert Mailand. Wachstumsstärkste Kultur. Die haben Kohle und Öl. Tja. Dann sage ich mal, auf nach Mailand. Meister. Und zwar, wenn es geht, außen rum. Beziehungsweise wart erstmal ab, bis das hier alles wieder sich beruhigt hat. Das, wie kann man denn. Oh Gott. Ich fasse es immer nicht. Meine politischen Fehler vorgefallen. Hierher. Dann findet immer noch Befehle. Ist klar. Der Missionar. Nächster. Ei, 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 ei. Bukarest hat mir den Krieg erklärt. Okay. Nicht mehr mit Riga verbündet. Nicht mehr mit Almaty verbündet. Wo ist er verbündet? Nichts ohne.
So, bin immer gespannt, wie das weitergeht. Der Krieg mit. Krieg mit Amati. Und mit mir? Ich brauche wieder keine Ahnung. Ah, die sind. Verstehe. Das passt soweit. Nun denn, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Thomas spielt. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Thomas.